Moin Leute, zurück zu meiner nachgespielten Frauen-WM. Spain gegen Japanese, gegen Japan. Ich erhoffe mir eine spannende Partie. Hermoso natürlich vorne im Sturme. Hermoso. Komm, lass ich jetzt einfach so. Ich schaue mir jetzt nicht die Stats der Spielerin an. Wird schon fast die beste Mannschaft sein. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall auch die anderen Partien natürlich gerne alle auschecken. Es gab ja jetzt schon die Achtelfinalpartien. Und halt, natürlich gab es auch schon zwei Viertelfinalpartien. Und ich bedanke mich an alle neuen Abonnenten auch nochmal. An alle, die in Kommentare reinschreiben. Ja, generell alle, auch wenn ihr euch das Video manchmal nicht Vollzeit anguckt. Boah, aber die Stadionambiente sind doch zu laut, glaube ich. Die mache ich mal aus. Ich weiß nicht, wieso ich das sage, aber ohne Scheiß jetzt. Diese, ja, nachgespielte Frauen-WM hat so gefühlt am meisten Aufrufe. Also ich glaube, was heißt, mein Video, was am meisten angeguckt wurde, hatte zwar nur, was heißt nur 168 Minuten. Aber das ist für mich, auch wenn es vielleicht 160 Leute angeguckt haben, das heißt jede eine Minute nur. Aber das ist für mich ein neuer Rekord. Auch die Aufrufzahlen sind so krass. Meine anderen Videos haben vielleicht so nicht mehr als 30 gehabt. Noch nicht mal, glaube ich, über 10. Und jetzt haben wir einige Videos hier, die haben einfach mal 100, über 100 Aufrufe. Also, das finde ich wirklich krass. Das finde ich wirklich richtig krass. Und da bedanke ich mich bei jedem Einzelnen, der hier vorbeischaut. Ja. Und natürlich auch an jeden Abonnenten durch diese, ja. Und was ein Fehler! Japan führt! Aber auch durch diese Frauen-WM habe ich erstmal bis jetzt vier Abonnenten. Ja, bis jetzt, was heißt vier Abonnenten? Ja, es können noch ein paar mehr sein, weil dieses Video wird so vier Tage, bevor ich das hier hochlade, schon produziert. Ja, deswegen können die Abo-Zahlen ja nochmal steigen, aber da muss die Torhüterin, wenn die rauskommt, den haben. Ja, dann was soll man dazu sagen? Dann hat sie den nicht. Und dann hat sie natürlich das leere Tor, die Japanerin. 9. Minute. Und Spanien spielt hier nicht gut. So im Generellen, finde ich. Nächster Fehler von den Spanierinnen. Die sich auf jeden Fall steigern müssen. Obwohl, was heißt die auf jeden Fall? Das Ding ist, wer die Japaner kennt, weiß, Japan hat außer ein Spiel, ich weiß, ich spoilere jetzt, außer das Gruppenphasenspiel gegen England, da haben sie 3-0 verloren, immer 1-0 gewonnen. Und sie sind wieder 1-0 in Führung. Und ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, da waren die, meine ich, auch mal 1-0 früh in Führung und dann blieb es beim 1-0. Ich weiß aber nicht gerade, gegen wen das war. Und die Spanierinnen? Vielleicht mal jetzt hier? Nee. Aber es war vielleicht mal nach 15 Minuten der erste Versuch nach vorne. Und mal gucken, ob Japan heute mehr als ein Tor schießt. Wieder der Ball und wieder viel Platz eigentlich. Und wieder drei Mann da in der Mitte. Aber die spanische Abwehrspielerin ist da. Sonst wären da halt wirklich drei Mann wieder gewesen, die den Ball nehmen hätten können. Jetzt aber Spanien mit ein bisschen Platz. Vielleicht mit ein bisschen viel Platz. Vielleicht mit ein bisschen viel Platz. Torhüterin von den Japanerinnen oder ja, Japanerinnen. Ja, ich sag auch noch Japanerinnen. Ne, Japanerinnen natürlich. Ach, ist mir jetzt noch scheißegal. Ist auf jeden Fall da. Und Spanien ist jetzt nach dem 1-0 ein bisschen besser in die Partie gekommen. Boah, kann man das als Fehler zählen? Ja, irgendwie schon.
Oh, stark wieder erobert, aber jetzt muss da auch mal was Sinnvolles gemacht werden und der war sinnvoll, der Pass. Aber die Japanerin, die macht das da sehr stark. Also da war sie ungefähr gleich schnell, vielleicht sogar einen Ticken schneller als die Spanierin. Und das läuft die dann gut ab. Und das war eine Flanke zum Vergessen. Ja, das gibt einen für Spanien. Und ja, ihr könnt mir natürlich unter allen Folgen gerne Feedback noch schreiben, was man vielleicht besser machen kann, was ich gut mache vielleicht schon. Ja, dann kann ich das vielleicht auch noch verbessern. Für die, ja. Zum Beispiel, ich habe ein Herrenturnier geplant. Genau, vielleicht kann ich das ja dann da verbessern. So meine eigene, ja, Herren-WM kann man das jetzt nicht nennen, aber so Herren einfach, ne? Und die Japanerinnen 2-0! Und da kann, also die Torhüterin hätte, glaube ich, aus meiner Sicht beide Tore verhindern können. Aber das ist die Torwart-Ecke. Der ist zwar genau flach, also da springt nichts und flach ist immer schwer, aber warum schmeißt die Torhüterin sich da überhaupt? Ich glaube, es wird sogar safe reichen, wenn die sich das. Obwohl, ich muss mir das mal angucken. Ja, die muss nur einen Schritt nach links gehen oder das linke Bein ausfahren. Dann hat sie den Ball schon, aber. Und Japan schießt zum ersten Mal mehr als ein Tor in einer Partie. Und vielleicht brauchen sie die heute auch, weil Spanien hat zwar noch nicht so die Riesenchance gehabt, aber die kommen immer besser von Minute zu Minute, habe ich ein Gefühl. Also besonders, oh, aber wieder Fehlpässe. Und ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das ist jetzt schon seit Italien gegen England so. Da sind wirklich, oder nee, in der letzten Folge auch schon. Da habe ich unheimlich viele Fehlpässe immer gemacht. Also, ja. Jetzt aber mal gut gespielt. Und die Spanierinnen. Gute Gelegenheit. Oh, und das war ein dummer Ball. Ja, den hätte man zurückziehen sollen, anstatt da weiterlaufen nach geradeaus. Ich bin schon richtig gespannt auf die zweite Halbzeit. Japan kann ja auf Halten spielen, aber Spanien wird, denke ich mal, offensiv reagieren. Oh, wieder stark gespielt. Und die Japanerinnen haben aber nicht so viele Aktionen gefühlt nach vorne wie. Aber wieder ein dummer Fehler. Ich finde, gefühlt hat Spanien mehr Anteile vom Spiel. Aber Japan nutzen ihre Chancen einfach gut. Die hatten gefühlt jetzt die dritte Chance erst, die Japanerin. Nein, hatten sie nicht. Am Anfang hatten sie auch noch mal ein paar. Also es geht hier in Ordnung, das 2-0. Aber Spanien ist da! 2-1! Und es geht, ist nicht unverdient. Aber es ist nicht Hermoso. Oder Hermoso, oder wie die heißt da. Es ist Lozada. Nee, Lozada, ne? Ja, und ich sage ja, die Spanierinnen kommen gefühlt von Minute zu Minute hier besser in die Partie. Ein paar leichtsinnige Fehler sind bei. Das muss man natürlich sagen. Und dadurch haben die Japanerinnen gefühlt auch das 2-1 gemacht. Und jetzt die nächste Chance. Und gibt es da noch nachträglich irgendwie was? Elfmeter oder so? Nein, gibt's nicht. Hätte man auf jeden Fall, glaube ich, geben können, weil der Ball war weg und dann haue ich da aus die Gegnerin deutlich um. Oh, die Japanerin wollte den Ball kriegen, hat ihn aber nicht. Aber jetzt steht auch keine Spanierin wirklich mal in der Mitte. Und jetzt kommen die Spanierinnen, die schießen nochmal. Oh, Ball geht drüber. Aber ja, definitiv kommen die Spanierinnen besser jetzt in die Partie. Und ja. Ich denke mal, wenn Japan schnell macht, dann kriegen sie noch eine Chance. Wenn nicht, wird jetzt abgepfiffen. Ja, und es wird abgepfiffen, weil die nicht schnell machen. Es ist 2-0. Ach ja, 2-0, 2-1, aber alles noch drin. Alles noch drin. Für Spanien vor allen Dingen die letzten 10, 5 Minuten waren richtig stark.
von den Spanierinnen, wo die auch das Tor geschossen haben. War nicht schlecht. Sie haben sich wirklich von Anfang an auf jeden Fall gesteigert. Anfang, ersten 10 Minuten waren wirklich schlecht. Da hätte Japan schon 1-0 vielleicht sogar führen können. Müssen nicht, weil sie noch nicht die Riesenchancen hätten. Aber hätten sie führen können. Ja, dann haben sie es ja gemacht. Ja, und seit dem 2-0 hat sich Spanien gesteigert, würde ich mal behaupten. Und mal gucken, ob die das Niveau aus den letzten 5 bis 10 Minuten der zweiten Halbzeit weitergehen können. Weil da haben die wirklich ein bisschen, ich würde schon sagen, dominiert. Da kam Japan kaum mehr nach vorne. In den letzten 5 bis 10 Minuten der zweiten Halbzeit kam Japan kaum mehr nach vorne. Aber das ist jetzt hier die zweite Halbzeit. Außer die eine Aktion, da kam Japan nochmal nach vorne. Aber so wirklich nach vorne kamen sie da nicht, ne? Also. Boah, das war stark gespielt jetzt von den Japanerinnen. Die jetzt im Strafraum sind, aber keine gute Anspielstation haben jetzt gut gespielt. Der geht aber links am Tor der Spanierinnen vorbei. Dieser Schuss. Ja, und wenn ihr euch jetzt wundert, ich weiß gar nicht, ich glaube am Anfang des Turniers waren ja unten noch die Leisten mit den Spieleranzeigen. Ja, die habe ich jetzt über den Spielerinnen, werden die immer kurz angezeigt. Ich bin aber am Überlegen, ob ich das wieder doch wieder reinmachen soll. Ich glaube, ich mache das mal ganz kurz rein, Leute. Ich glaube, das ist für euch besser, unten zu sehen, wer. Ja, für euch ist es, glaube ich, ein bisschen besser zu lesen unten. Weil ja, da bleibt der Name einfach länger. Als wenn der kurz da oben aufblinkt. Das ist manchmal wirklich sehr schwer. Wenn ich den Namen kenne, dann kann man den natürlich auch entziffern. Zum Beispiel kommt da jetzt von Deutschland. Weil in Deutschland kenne ich ja viele zum Beispiel. Kommt da jetzt eine Däbritze und steht da Däb. Oder also Dä. Lese ich das D, Ä und B, dann kann es eigentlich da nur Däbritze sein. Ist klar. Aber bei Spanien außer Hermoso kenne ich da keine. Da kann ich das halt nicht entziffern. So eine Mariona kann man nicht so schnell entziffern. Jetzt konnte ich das da unten gechillt lesen. Also so ist es dann doch besser, glaube ich. Ja, ich mache die ab jetzt, glaube ich, in jedem Spiel wieder rein. Ja, und die Spanierinnen, ausgeglichene zweite Halbzeit, würde ich mal sagen. Ausgeglichen bis, ja, sehr mittelfeldlastig vielleicht. Mal kommen die Spanierinnen, mal die Japanerinnen und mal geht's wie jetzt wirklich nur im Mittelfeld. Vielleicht in der japanischen Hälfte, aber da geht's dann wirklich nur so hier. Ja, jetzt die Japanerinnen mal wieder. Also sie versuchen's. Flacher Ball, ja, in die Mitte kann man ja nicht sagen, aber jetzt mal in der Hälfte der Spanier sich festsetzen, ist ja auch erstmal gut, ein bisschen Zeit ticken lassen und jetzt natürlich versuchen, die Lücke zu suchen. Das machen sie ja hier nicht schlecht, den Ball um Strafraum spielen lassen und jetzt guter Ball und Japan macht das 3-1. 72. und jetzt hat Spanien Druck. Jetzt hat Spanien Druck. Iwabuchi oder wie die heißt. Also das wäre erstmal, muss man wirklich sagen, das war erstmal natürlich lange um den Strafraum gespielt. Aber ihr seht, wie dicht die Spanierinnen da standen. Klar, ich hätte vielleicht hier den Risikopass nehmen können. Aber hier habe ich, glaube ich, genau im richtigen Moment den Risikopass gewählt. Vor allen Dingen, da war auch jetzt viel Platz. Außer die eine Spanierin, die jetzt es vielleicht auch verhindern können. Aber ihr seht, den Platz muss man dann mal annehmen. Ja, und dann ist die eher da und was soll man da sagen? One Touch, bam, in die Ecke. Kann man nicht viel machen. Und jetzt müssen die Spanierinnen kommen. Noch traue ich ihnen das zu, weil es sind noch ja gut 15 Minuten. Und das hier ist FIFA. Da können die Spanierinnen selbst sogar noch gewinnen. Aber so ab 82. wird es eng. Obwohl, nee, selbst in der 85.
das 3-2 reicht vollkommen in der 85. Solange du dann in der 90. das 3-3 machst, wird das 3-2 auch in der 85. reichen. Also du darfst dir wirklich erst, wenn die Nachspielzeit angezeigt wird, sicher sein. Ja. Du darfst niemals sagen, in der 85. du hast schon gewonnen. Erst, sagen wir mal, wenn 3 Minuten sind, dann kannst du dir sicher sein. Ja, wenn die Spanierinnen jetzt nicht im Angriff wären, in der 90. und es sind 3 Minuten, dann kannst du dir schon mal safe sein. Weil das ist eigentlich dann nicht mehr machbar. Aber solange das Tor vor der 90. Minute noch fällt, ist alles drin. Ist alles drin. Und Japan! Nächster Schuss. Die Japanerinnen. Ja, für mich hier der nächste Favorite raus. Für mich ist hier der nächste Favorit raus. Spanien für mich die bessere. Etwa, wo ich weiß nicht. Vom Turnierverlauf her würde ich Spanien es mehr gönnen, weil Japan hat einfach immer nur 1-0 gespielt und jetzt machen sie hier und heute 3 Tore. Ja. Sonst immer nur 3 Stück. Ja, gegen England haben sie 3 Stück zwar gekriegt und keins geschossen, aber immer nur 1-0 gewonnen. Und jetzt ausgerechnet im Viertelfinale zeigen sie nicht die beste Leistung, aber die beste Leistung an Toren. Also am meist geschossenen Toren in einem Spiel. Ja, Spanierinnen wollten es noch wissen. Und jetzt kann man so langsam sicher sein. Noch nicht jetzt, aber wenn die Japanerinnen den Ball gut in den eigenen Reihen halten können, dann kann man sich eigentlich schon sicher sein. Oh ja, aber den müsste die Japanerin haben. Ja, und die geht da sogar noch chillig vorbei. Schuss. Nicht drin, aber das Game sollte hier entschieden sein. Japan hat besser gespielt. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Die letzten 10 Minuten hat Spanien mir nicht schlecht gefallen. Aber die zweite Halbzeit war dann wieder Bomben, ja, katastrophal eigentlich. Außer ein paar Situationen, besonders am Anfang der zweiten Halbzeit wieder. Aber dann nach dem 3-1 ging gefühlt nichts mehr. Und jetzt kann Japan hier, und das ist die endgültige Entscheidung. Auch wenn das 3-1 hier die Entscheidung wäre. 1-4 gewinnt wahrscheinlich Japan. Es sind noch eine Minute. Vielleicht noch ein Ehrentor nochmal für. Aber wenn die jetzt nicht schnell nach vorne spielen, dann wird abgepfiffen. Ja, spielen hintenrum Abpfiff. 4-1 für Japan. In diesen. Ja. Kann man sagen, aufregenden Viertelfinale irgendwie. Und ja, wir sehen uns dann zum letzten Viertelfinalspiel noch. Deutschland gegen Thailand. Und für mich sind. Im Viertelfinale, ich will, also, ihr könnt jetzt einen Daumen hoch geben und wenn ich gespoilert werden will, kann jetzt schon das Video beenden, also wegmachen. Ich gebe euch dafür 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt spoilere ich. Für mich sind im Viertelfinale bis jetzt schon 2 Favoriten rausgeflogen. Oder 3 sogar. Erstens im Achtelfinale USA, klar. Und dann dachte ich, ja, Norwegen hat USA geschlagen, die gewinnen das gegen China. Nee, haben sie verloren auf einmal. Da ist der Favorit. Und dann da jetzt auch Spanien für mich eigentlich der Favorit. Aber auch nicht. Und gleich ist es für mich Deutschland. Ich hoffe, da kommt noch ein Favorit wenigstens weiter. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.